Sie können mir manchmal wirklich leid tun. Sie sind die Generation, die mit dem Internet groß geworden ist und damit all diesen Versuchungen, die da sind, YouTube, Spielen, Pornografie, dieses Teil hier, Kommunikation rund um die Uhr, was sie überall begleitet, was sie überall hin mitnehmen, was sie überall ablenkt, Social Media. Aber wenn wir ehrlich sind, war es in meiner Generation nicht anders. Da war das Internet der damaligen Tage, war das Fernsehen. Mit dem Aufkommen des Privatfernsehens hatte man so viel Programme und Angebote, das war ein Konsum. Und es gab auch Bildungsfernsehen, also es ist nicht so, dass das nur so eine Konsumgeschichte war, aber es war genauso eine Welt mit einem Sog, mit einer Auseinandersetzung, Beschäftigung, wie es das Internet von einem verlangt, so eine Durchsetzung des Alltags. Sie kennen das vielleicht auch noch, in Amerika ist das häufig so, Fernsehen läuft die ganze Zeit mit. Wenn Sie versuchen, in einem solchen Umfeld zu studieren und das Wollen mit diesem Thema Willenskraft oder Disziplin anzugehen, ich glaube, vergessen Sie es. Sie brauchen was anderes. Die ganze Welt, die Internetwelt hier, gerade das Smartphone, ist so gebaut worden, auch von Menschen, werden Applikationen, Facebook, Twitter, was auch immer, Snapchat, die sind so gebaut, dass sie ja genau von den Ingenieuren Suchtfaktoren erzeugen wollen, dass sie Aufmerksamkeit anziehen, dass sie uns belohnen für etwas. Sie können diesen Sachen nicht mit Willenskraft einfach begegnen. Es gibt eine Theorie, die auch wieder manchmal fraglich ist, als ob unser Kopf so ein Energiespeicher ist, der mit jeder kleinen Entscheidung geringer wird und dann wollen sie noch die Entscheidung treffen zu lernen. Und Lernen ist auch eine Tätigkeit, die manchmal unangenehm ist, wo man sich fokussieren muss, wo man eine Bereitschaft mitbringen muss, etwas zu tun, was auch nicht leicht ist. Also was kann man machen? Disziplin, Willenskraft, vergessen es. Ich denke, der Schlüssel ist, dass Sie ein System aufbauen, was Ihnen das abnimmt, wo Sie sich gar nicht mehr disziplinieren müssen. Also ein Beispiel ist, Sie schalten Ihr Handy für eine Weile komplett aus, arbeiten nicht am Laptop oder machen sogar da das Internet aus oder den Router bei sich zu Hause, dann in dem Augenblick müssen Sie sich nicht mehr disziplinieren, sich mit dem Internet auseinanderzusetzen. Oder Sie gehen in die Bibliothek, lernen dort für eine Weile und lassen absichtlich das Smartphone zu Hause. Sofort haben Sie eine Umgebung, wo Sie sich nicht mehr disziplinieren müssen. Oder Sie treffen sich, was ein sehr schönes Mittel ist, Sie treffen sich mit Kommilitonen und lernen zusammen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wenn Sie miteinander im Gespräch sind, arbeiten, dann wird Ihr Handy plötzlich unwichtig. Auch das ist ein schönes System. Rhythmik ist was ganz Wichtiges in uns Menschen. Einen immer ähnlichen Arbeitstag zu haben zum Studieren, wo man weiß, ich arbeite von 8 bis 10 an irgendetwas, zum Beispiel in der vorlesungsfreien Zeit, mache dann wieder Pause, danach arbeite ich wieder. Das ist auch etwas, wo sich erlauben, diesen Wechsel zwischen fokussiertem Arbeiten, Lernen, etwas erreichen wollen fürs Studium und danach wieder durchaus konsumieren dürfen, in Kontakt treten dürfen mit Menschen und danach wieder arbeiten. Dieser Wechsel ist auch etwas, was sowieso Ihrem Gehirn gut tut zum Lernen. Aber das ist der Wechsel, der Ihnen hilft, einen guten Mittelweg zu finden zwischen diesen beiden Welten. Also mein Appell ist, Sie können vielleicht versuchen, Disziplin, Willenskraft aufzubringen an der einen oder anderen Stelle, aber vergessen Sie nicht, viel besser ist es und viel leichter ist es, ein System aufzusetzen, wo das Thema Willenskraft, Disziplin gar nicht mehr entscheidend ist und Rhythmik in Ihrem Alltag, damit Sie sich an etwas gewöhnen und dort den Wechsel zulassen zwischen beiden Welten. Haben Sie andere Vorschläge? Gerne in den Kommentaren. Geben Sie Ihre Tipps weiter, wie Sie mit dieser Flut Internet zurechtkommen.